Ja, eigentlich wollte ich euch hier auf die Suche noch mitnehmen, aber ich habe eine Sache leider nicht berücksichtigt. Ich habe nur zwei Hände und ich bräuchte definitiv noch eine Hand, um das Handy zu halten, zu sammeln und zu filmen. Das letzte war ein winziges Stück Porzellanachat. Und ich kann es nicht aufheben. So, also wir machen jetzt hier nur einen ganz, ganz kurzen Film. Überall kann man ein bisschen was durchschimmern sehen. Das kleine Rote sind alles Bruchstücke von Gangachat. Das Weiße könnte ein Achat sein, den muss man aber aufheben. Das muss leider alles erstmal in die Hand genommen werden. Im Wasser sieht man halt nicht, was es ist. Ich habe aber schon mal ein paar Stücke aufgehoben. Und zwar in dem Weg. Nur das, was ihr gerade gesehen habt, habe ich. Nochmal so einen schönen Achat. Moment, jetzt brauche ich gerade mal. Ja, geht gerade so. Dann habe ich hier gelben Jaspis. Sehr dünn jedoch. Leider sehr schlecht zu sehen. Jetzt am Handy. Das ist Moosachat. Und hier nochmal schön mit Bänderung. Das untere kann ich wahrscheinlich wegwerfen. Da ist zwar nochmal ein Stückchen, aber ich glaube nicht, dass das durchgeht. Werde ich mal sägen. Ich vermute nur, der kleine Bereich hier oben ist was. Und ja, jetzt halte ich mit einer Hand ein Handy, einen Stein, andere Hand meine Tüte und einen Stein. Hier sehe ich schon überall schönes Rot durchschimmern. Also, tut mir leid. Leider kann ich doch nicht mit euch durch den Bach gehen. Aber ich zeige auf jeden Fall, was ich finden konnte. Hier ist er jetzt noch relativ niedrig. Gerade wenn dann so Stromschnellen kommen. Oh, ich kann doch nicht mal mein Handy richtig halten. Moment. Da wird es dann auch ein bisschen tiefer. Und gestern ging es mir wirklich bis zum Rand vom Gummistiefelchen. Also das war Glück, dass es nicht noch tiefer wurde. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Man sieht sich. Tschüss, tschüss.